So, wir melden uns zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Oder auch nicht, vielleicht ist es auch nur ein Reisevlog, ich bin mir noch unsicher. Wir spielen einfach gar kein Pokémon. Wir sind jetzt natürlich angekommen in Erfurt, haben das Auto jetzt abgestellt auf dem Parkplatz. Und dann kommt gleich die Straßenbahn und rußt einen über den Haufen. 5 Euro parken, das ist doch günstig, so kann man es natürlich machen. Hier, der rustikale Bob, hat er schön gemacht, hat uns ans Ziel gebracht, wunderbar. Ihr könnt ja auch noch mal kurz sehen, die Stops, die sehen wir uns auch mal live. Nicht nur von gestern. Wir drehen mal ein bisschen hier. Wir werden uns dann langsam rüber begeben. Jetzt merkst du dir ja sonst nicht, dass das dein Bruder ist, ne? Nee, Mann. Alter. Bruder, was los? Was merkst du nicht, Mann? Bruder muss dass es nicht ist. Oh, und dann läuft die Menge auch schon los. Ich werde mir erstmal was zu essen suchen, natürlich. Das war klar. Weil Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. So, wir sind jetzt hier vor dem Eingang, beziehungsweise in der Nähe vom Essen natürlich. Das duftet schon, obwohl ich gar nichts rieche. Das erste Inkognito haben wir auch gefangen jetzt. Den Buchstaben G, ich habe es ja nicht mal erkannt, der Lukas hat das natürlich gesagt. Er hat ja so ein Adlerauge. Und das wird nur das erste von vielen sein, die hier noch kommen. Wir werden uns dann erstmal reinschleusen. Und ja, das Inkognito habe ich natürlich hier eingeblendet. Und ja, schöne Musik, wie man hört im Hintergrund. Da kommt Feeling auf. Jetzt haben wir natürlich noch eine halbe Stunde Zeit oder so, bevor offiziell Einlass ist. Und so sammeln sich die Menschenmassen dann hier an. Und als hätten sie auf mich gewartet, haben sie direkt am Eingang natürlich eine Burgerbude aufgebaut. Mit leckeren Burgern und Hotdogs, dass man auch in der Wartezeit sich schon den Magen vollschlagen kann. Wunderbar, da gibt es natürlich den 0815 Klassiker. Hotdog Fire, feurig scharf, das wäre genau mein Ding. Honolulu fruchtig, vielleicht mit Ananas, wer weiß. Pulled Pork und natürlich verschiedene Hotdogs mit Jalapenos. 9:55 langsam geht's auf den Eingang zu und dann sind wir also gleich drin. Hinter uns eine Riesenschlange natürlich, was man nicht sieht. Da drüben nochmal eine ganze Schlange, die durch die ganze Stadt führt natürlich. Und der Dinosaurier ist ja auch schon rumgelaufen, so ein T-Rex, ein Typ in einem T-Rex-Kostüm. Ich hoffe, den sehe ich nachher nochmal, den werde ich auch gerne noch gefilmt. Der war nämlich richtig niedlich. Und den schneiden wir dann auch noch rein, falls wir den finden. Was macht ihr da? Illegale Tauschgeschäfte? Ja, illegale Tausche. Komm, wir tauschen die Oxys, Bruder. Hey, das kannst du nicht tauschen. Jetzt ein Glücks. Ja, den. Ach so, hier. Mal schauen. Willst du eh nicht? Nee. Ja. Sag ich du. Nichts. Rip. Das ist wirklich Rip. Mac Rip, yeah. So, wir sind jetzt also drin angekommen, durch den Security-Check, Rucksack auf, alles raus. Mein Deo-Spray ist weg. Deo-Spray ist weg, Bob der Stinger am Start. Und das seht ihr jetzt vor uns. Boom. Kennt man natürlich noch aus Dortmund, aus der Safari-Zone, diese Powerbanks, die aufgestellt wurden, dass man seine Handys laden kann und alles drum und dran. Hinter mir ist natürlich noch eine hier, da könnt ihr euch also hinsetzen, ausruhen, Handys in Ruhe laden, alles. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, was geht da noch? Da gibt es natürlich, hoffe ich, jetzt auch gleich die Bändchen, die wir uns abholen werden. Ach, ein Sessel, sehr schön. Da kann man einfach alles hinschmeißen und erstmal kurz Pause machen. Aber du brauchst noch Geld. So, jetzt haben wir uns natürlich erstmal ein Band besorgt für Team Gelb. Die anderen sind auch am Start mit ihren Bändchen, wie ihr seht. Team Gelb, wunderbar. Hier der Blaue, ne? Da sieht man es wieder. Der gelbe Bob und der rote Bob, weil der hat ja sogar 2. Und Pupsi hat natürlich auch nochmal gelb dabei.
man nicht lesen, sieht komisch aus, aber egal. Irgendwas. Beste Unterschrift. Ja? Sieht aus wie ein Hurricane aus irgendwas. Ramses der Dicke! Hier sind viele Leute da, die zocken gerade. Da werden wir mal über die Schulter schauen. Der Lukas guckt schon wieder wie so ein Bison, Alter. Ja, gut. Das Biest. Ich weiß nicht, wo der ist, aber da vorne gibt's Super Smash Brothers. Was macht er da? Hallo Bob! Was machst du da Cooles? Weiß man das schon? Der Bob steht einfach hier verwirrt in der Gegend rum und weiß nicht, was los ist. Der redet nicht mehr mit uns. Aber er macht Online-Spiele, muss ich spielen? Oder habe ich gerade schon cool? Ah, der Bob hat jetzt sein Lieblings-Online-Spiel entdeckt, was er immer spielt. Hat sich gleich einen Code geholt, löst den auch gleich ein. Was hast du dann von dem Code? Weiß ich nicht. Sehr schön. Ja. So. Ja gut, das wird er sicherlich noch rausfinden, was man dann davon bekommt. Und deswegen. Fiesta. Ja, Fiesta. Was ist das? Wie heißt das? Dein Spiel heißt. Was? Wie heißt dein Spiel? Bruder, red mit mir! Fiesta Shadow of Gods. Ich bin schon voll drin. Du bist schon voll drin, Fiesta. Nein. Ich spiele nur Pokémon. Wir haben uns kurz den Weg nach draußen erkämpft und hier gibt es erstmal was zu futtern natürlich. Da gibt es verschiedene Bratwurst, Steakangebote, Pommes oder auch Pizza, Tourbus. Was hast du jetzt genommen? Das heißt wie? Kannst du nicht aussprechen. Deswegen habe ich einfach das gesagt, was da ist. Das ist die Partnerstadt übrigens mit Boston, weil das ist normalerweise die Pizza Boston. Ich wollte jetzt eigentlich Coyotes sagen, dann dachte ich, nee, das steht da nicht. Coyote ist es nicht. Dankeschön. Okay. Und die hast du jetzt nur genommen, weil da Sauce Hollandaise drauf ist, ja? Auch Schinken. Pizza Kyoto ist also eigentlich die Pizza Boston, aber weil das die Nachbarstadt ist oder so, ist das irgendwie so ähnlich. Aber was nimmt man jetzt? Sparta mit Sauce Hollandaise? Wir bleiben natürlich bei was Simplen, Hot Salami mit Tomatensauce, Jalapenos und dann bitteschön. Ich muss außen rumlaufen, Mann. So, bitteschön. Dann lasst es euch schmecken. Ja, Hot Salami, du weißt. Dies muss immer scharf sein. Einmal Hot Salami, bitte. So, bis später.